Let's play Shakes and Fidget. Heute wieder auf dem Ingame und zwar dreimal und einmal auf dem S27. Ja, ihr seht, ich habe hier schon ein kleines neues Epic und meine letzte Aufnahme war ja bei Stufe 100 und jetzt habe ich endlich ein paar Dungeons geschafft. Und zwar habe ich den infizierten Braunbär geschafft und den gierigen Gremlin, da den Yeti und hier den, wie heißt er, keine Ahnung, ja. Dann werden wir vielleicht gleich mal hier ein probieren, ein Dungeon. Sumpfmampfe ist Geschick, weiß ich nicht, das ist glaube ich Stärke. Probieren wir doch gleich mal den, also Stärke Gegner bin ich ja immer sehr gut dagegen, aber da muss mein Typi noch ein bisschen mehr ausweichen, um den zu besiegen, und jetzt weich aus. Genau. Und dann greift er hier schön an, ohne einen Schaden zu bekommen. Und fast! Dann haben wir noch einen Arena-Kampf, weil ich habe heute schon meinen Alu leer. Da heute ja dieses Dreier-Event dieses Vierer-Event ist, da bekommt man Glück. Nein, da bekommt man Epics. Epic-Event, Gold-Event und Erfahrungs-Event ist an einem. Ja, und dann habe ich da Stadtwache angemacht, weil ich da einiges bekomme. Dann hier auf meinem Krieger. Du wurdest angegriffen. Dann schauen wir uns das gleich mal an. Kampf zeigen. Ja, und mein Magier ist leider heute nicht dabei, weil ich da kein Spiegelteil noch fertig habe. Und deshalb kann ich da ja nicht mitspielen. Dann haben wir jetzt verloren. Ja, weil ich da halt nicht währenddessen nicht die Alu schon leer gezockt habe und die vom Stadtwache an habe, dann das geht nicht. Ja. Ja, zwei Pilze und im Zauberladen ist glaube ich, ja, hier ist ein Ausdauertrank. Werfen wir den gleich ein und schauen mal, was hier dabei ist. Schlecht. Und im Waffenladen. Ich brauche hier mal ein bisschen länger. Wisst ihr was? Ich mache hier mal diesen Vergleich aus. Gegenstände vergleichen. Chat-Signal abspielen. Lalala. Nein, da ist nichts Gutes dabei. Geschickwaffe, ja, das ist blöd, aber ich habe den Account ja schon mal ausgeliehen, das habe ich ja letzte Woche gesagt. Oder am Sonntag, von mir aus auch. Das, ja gut, das ist fast eine Woche her. Und dann müssen wir uns hier erstmal ein Reittier wieder kaufen, weil ich ja keins habe. Nochmal eins verlängern und noch einmal, dann haben wir nämlich für den nächsten Monat Ruhe. Und dann ist hier auch jemand online. Ups. Aus Versehen bin ich da jetzt drauf gekommen. Ja, hier seht ihr es, vier Jahre Event. Ja, wir wollten doch noch im Waffenladen vorbeischauen und nach einer Waffe suchen. Hier seht ihr auch mit dem Epic. Ein Epic. Ich habe es nicht befürchtet. Verdammt. Ich krieg die Pilze nicht zusammen. Verdammt. Und das bräuchte ich echt dringend. Ich bräuchte dringend dieses Epic. Verdammt. Mann. Ich komme davon, wenn ich will. Schau ich mir schnell mal ein Video an, bin gleich wieder zurück. Ja, es gibt leider keine Angebote, also nichts, womit ich dieses wunderbare Epic kaufen könnte. Ich habe es auf den ersten Moment gar nicht gesehen, sondern ich habe an diese Waffe gedacht. Mann, oh Mann.
Gegner verloren. Probieren wir hier mal in Dungeon. Wo bin ich denn da? Abscheulicher Dämon, böser Bandit, traviater Räuber. Rabiater Räuber und böser Bandit. Mache ich den rabiaten Räuber mal. Räuber. Nein. Dann Taverne. Wir haben ja Zeit. Deswegen mache ich heute auch nicht so schnell. So, dann schaue ich mal auf dem nächsten vorbei. Das ist mein Krieger auf dem Ingame. Also mein zweiter Krieger, der noch nicht so hoch ist. 24 Stärke. 20 Stärke. Ihr seht, ich habe Seelenschlitzer. Und das da. Diese chromatischen Chromstiefel. Schauen wir da mal in den Waffenladen. Ui, ui. Ja, das habe ich heute schon gefunden. Und ihr seht, ich habe viel zu viel Ausdauer. Ich würde es am liebsten tauschen. Dann skill ich einmal. Sind auch schon auf 37.000 Leben. Das ist schon einiges. Apache Stufe 20. Oh Mann. Der hat auch mehr Ausdauer gehabt. Dann verkaufen wir das hier und das hier. Verdammt. Das waren 28 Ausdauer. Scheiße. Sorry. Oh nein. Shit. Ja, hier bin ich beim Skelettkrieger. Nein, da probieren wir erst noch den Skelettkrieger. Und dann machen wir Taverne. Ja, das war klar. Er ist viel zu stark. Und auf dem S27 habe ich Post. Rockstar, oh, falsch geschrieben, das ist bitter. Wie bitte? Alter, der muss doch einen Crit gemacht haben. Dieser. Ah! Hätte ich eigentlich locker gewinnen müssen. Gillenangriff, Gillenangriff! Ah! Oh, oh! Oh, 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 ja. Morgen, neues Teil. Ja, ein Raid. Wir machen bei unserer Gilde ein Raid. Ja. Verdammt, der hat nur Geschick, aber... 104, oh, schon heftig. Ah, Mann, dieser blöde Vergleich. Ich komme damit nicht zurecht. 30 Ausdauer, nein, machen wir nicht. Dann machen wir mal Arena und Pro. Den schlagen wir locker. So, machen wir ein bisschen Geschick. Stärke. Dann Gille. Tiefen bezwingen von Untiefen der Tiefsee. Prinz P. Ja gut, mit einem 97er, das dürfen wir dann schon schaffen. Ach stopp, wir wollten noch Dungeon machen. Voodoo Meister.
probieren wir das mal den. Der dürfte mich eigentlich schlagen. Verdammt! 460 Intelligenz. Eins weniger als ich. Und auch nicht gerade viel mehr Leben. Ich bin ihn eigentlich fast überall überlegen, aber er ist einfach viel höher. Mann. Und bei uns Mister hier auf dem Ingame bei uns am besten. Werden wir gleich noch einmal skillen und dann würde ich sagen, höre ich kurz mal auf. Ja. Gut, dann sehen wir uns gleich, wenn diese Quests rum sind. Bis gleich. Ciao. Dann bin ich auch wieder zurück und mache hier mal einen Arena-Kampf und dann hören wir, glaube ich, auf. Das ist dann, glaube ich, lang genug. Weil ich würde gerne noch ein bisschen meinen Samstag genießen. Am Montag ist ja wieder Schule. Ich könnte kotzen. Ja. Wegklicken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.